Game, und zwar Resident Evil 6, ja, im Koop selbstverständlich. Und Ja. ja, wie bereits erwähnt, Kevin und ich haben das Spiel wirklich nicht oft gespielt gehabt. Ich habe zwar noch ein paar Sachen in Erinnerung, aber nicht mehr vieles. Das ist jetzt erst mein zweites Mal, dass ich dieses Spiel Oh, dann wusstest du durchspiele. schon Und besser das kennen als erste Mal ich. war, Ich wie hab's zwar gesagt. nur einmal gespielt. Nee, das ist jetzt das zweite Mal, dass ich Ach, das jetzt? spiele. Ja, bei mir auch. Ne? Bei mir auch. Zum Release habe ich es das letzte Mal gezockt. Also das war auf der Xbox 360 und das ist schon ein paar Jährchen zurück. Ja, bei mir same, auch 360-Version. Die ja damals für die 360-Verhältnisse gar nicht schlecht aussah, aber war ja so ein Auf jeden Fall. End-Gen-Content gewesen. Das sah auch dementsprechend gut aus, ne? Das sah schon fast so PS4-würdig aus. Nicht übel auf alle Fälle. Natürlich nicht so, natürlich nicht Full HD, nur 27p, bisschen Anti-Aliasing runtergeschaltet, vielleicht hier und da ein paar Texturen matschiger gewesen. Das jetzt hier, Leute, ist die PS4-Version, die sie ja released haben, die remasterte Resident Evil 6-Version, würde ich fast meinen. Was an Ja, manchen Ecken ich und bin Kanten. gespannt. Ich habe die noch nie angehabt, die Version. Das Ich auch spiele ich jetzt quasi nicht. das allererste Mal. Ich auch nicht. Ich habe mir nur damals mal Side-by-Side-Comparisons angeguckt gehabt bei YouTube und da hat man es ein bisschen gesehen gehabt, aber selber so real life so an so never ever. Und vor allem 60 FPS. Ich kenne das Game gar nicht 60. Man steht Oh, hier. ich bin auch gespannt. Boah, jetzt würde ich sagen, steht da. Taste drücken, machen wir einfach mal. Drück mal eine Taste. Drück mal eine Taste. Verbindungsaufbau zum Jetzt, do it. Netzwerk. Okay. Ja, ich möchte den Speicher erstellen. Speicher beendet. Mann, ey. Eigentlich müssen wir dafür gleich ein Achievement bekommen. Sie haben es erstmal gespeichert. Flott. Ey, erinnert mich irgendwie gerade so ein bisschen an Onimusha, so wenn die Tasten drückst. Klang, klang. Oh, das wäre so ein geiles Spiel. So den Koop ein. Onimusha wäre doch der Hammer, oder? Boah. Koop-Geschnetzel. Boah. Oh, Devil May Cry Koop wäre auch cool, ja? Wie so ein Hack and Slay Koop. Boah. Gibt es was überhaupt? Nee, wa? Nee. Oh, Devil May Cry wäre auch cool im Koop, ey. Warum Aber gibt's keine Hack'n'Slay Onimusha, Koops? Ist ja cool. Gibt's sowas nicht? Ey, komm, wir ja, gründen eine eigene Gamebude und machen das, ey. aber. Und vielleicht haben wir gerade das Streamer und Okay. jetzt guckt sich mal Capcom wer an. Also habt ihr gehört, Leute, ja, bringt ein Koop Hack'n'Slay raus. Das wäre mega lustig. Capcom auf jeden Fall, ey, macht mal was. Holt mal eure ganzen alten Lizenzen wieder raus, ey. Macht mal ein bisschen was mit Dino Crisis. Es wäre so geil, ein neues Dino Crisis, Dino ey. Das würde ich mir Crisis, so wünschen. Onimusha. Auch wenn ihr habt bei dem ersten Teil ja auch ein Oh, Remaster ja. rausgebracht gehabt, was nicht mehr so hübsch aussieht, aber zumindest habt ihr es wieder mal ein Remaster rausgebracht gehabt. Was ist mit Onimusha 2 und 3? Ja, mindestens 2 und 3. 4, ja, kann man machen. Aber wenigstens 2 und 3 noch, Leute. Ey, was ist da los? Ihr macht alles mit einem halben Arsch. Definitiv. Definitiv, ey. Oh, das wäre der Hammer, ey. Oh, ich hätte so einen Bock auf ein neues Dino Crisis. Das wäre so geil. Aber schon Dino Crisis 1, so, ne, der horrormäßige Stil. Obwohl der zweite war auch nicht schlecht, war es ein Auch bisschen da. actionreicher. Ja, das war halt, Dino Crisis 1 war halt Resident Evil mit Dinosauriern, ne, statt Zombies. Und das war auch schon cool, ne? Ja. Oh, davon ein schönes Remake. Jetzt Und nicht nur auch so Dinos in könnten gruselig HD-Optik sein. oder so, sondern wirklich ein Remake im Stile von einem Final Fantasy VII, ey. Oder dort, das wäre der Hammer, ey. Warte mal, ich sehe gerade hier so ein Intro, das gerade durchläuft beim Starten, beim vom Game. Sieht man das nochmal, wenn man das anklickt? Ich weiß gar nicht. Weiß gar nicht, wie das hier funktioniert. Du musst mich wahrscheinlich wieder einladen. Naja, ich sehe gerade so ein Intro. Vom Game. Ich glaube, ich gebe das einfach mal, weil ich glaube, man sieht das eh, glaube ich, auch mal, wenn wir Spiel starten zusammen, oder? Bestimmt. Ich skippe es einfach mal, komm. Ah, ich kann es nicht skippen, okay. Dann gucken wir uns das mal ganz kurz an. Ich leider nicht. Ich bin immer noch im Hauptmenü. Hat eine Mottenkugel am Lenkrad? Okay. Kontrollpunkt. Wie ist mit dem Game? Was ist das denn? Das sieht nach In-Game aus, gerade. Hier los. Okay, ich muss die X-Taste spammen. Er muss diese Szene kurz spielen, danach einen Koop einladen zu machen, ich weiß nicht. Keine Ahnung.
Auf meinen Kopfhörern habe ich Stereo wieder. Geil. Warum habe ich bloß ein... Es ist noch nicht vorbei. Möchten Sie das Spiel verlassen und sprechen sofort verloren? Ja, ist in Ordnung. Ich möchte das Spiel ganz gerne im Koop spielen. Spiel. Hau mich nicht einfach mit einem Game rein. Ich mag das nicht, wenn Spiele mich nicht ins Hauptmenü lassen, sondern mich gleich jetzt ins Spiel reinschmeißen. Ich mag das nicht. Ich will immer gerne Optionen noch checken, irgendwas anderes noch checken. Ich finde das ja unsympathisch, wenn das ein Game gleich macht und mich ins Spiel reinschmeißt. Soll ich denn die Bildschirmhelligkeit jetzt einstellen? Ja. Ist das wirklich so, ja? Ja, sorry, Kevmann. Ich muss das anscheinend erst spielen, den Anfang nochmal. Okay, na dann mach es so. Ja. So Leute, ich war darauf nicht vorbereitet. Ich konnte nicht riechen, dass das Spiel sowas tut. Gut, dann muss ich das jetzt nochmal laufen lassen. Kann man die skippen, die Cutscene? Nee, wa? Nö. Ja, ist... Vielleicht erwarten die Entwickler auch, dass man das Spiel anfangs erstmal im Singleplayer durchspielt, danach im Koop. Deswegen ist das erste Kapitel wahrscheinlich Singleplayer ist. Aber ey, das Game ist schon sehr Koop-lastig angelehnt. Sowohl Resi 5 als auch 6. Also, ich finde, wir sollten schon die Option haben. Ich warte mal ganz entspannt, bis du das fertig hast. Und du hast den Stream bei auch offen, auf dem Handy oder was war? Ja, ich guck so ein bisschen zu, ja, so nebenbei. Und dann siehst du, was ich sehe. Ja, ein bisschen verzögert, aber es geht. Ich glaube, irgendwie muss mein rechter Kopf hören, glaube ich, eine Macke. Ich muss immer raufkloppen, dass, glaube ich, der Kontakt wieder da hergestellt ist. Ich muss, glaube ich, echt wieder Sitzer kaufen bald. Würde ich auch mal sagen, ja. Ja, das Ding kostet auf meinen Kopf erstmal 250 Euro, also. Ist nicht ohne! Das ist natürlich nicht ohne, das stimmt, ja. Aber wenn ich mir den Kopfhörer kaufe, würde ich, glaube ich, auch genau die wieder holen. Leon, ihr guter Manier hier. Oh, das heißt, gespoilert, wer das ist. Das sieht man ja, glaube ich. Ich hab gar nicht mehr auf dem Schirm, ob so was ballert. Bei mir im Hintergrund downloadet gerade Resident Evil 8. Oh, ich freue mich mega drauf. Ja, ich freue mich mega drauf. Ich werde es heute nicht mehr spielen, logischerweise nicht, aber morgen, ich werde das ganze Wochenende, werde ich das Spiel durchsuchten. Ja, das glaube ich dir. Los. Ah, ich bin auch mega gespannt, wie das Game sein wird. Aber ich spiele gerade die Chronologie durch, deswegen ich halte mich da auch dran. Auch wenn mich das verdammt nochmal anzeigt. Durchhalten, Elena. Also spielst du nach dem 6. spielst du Teil 7, dann spielst du die Remakes wahrscheinlich, 2 und 3. Ja. Und dann kommt Resi 8. Und dann 8. Richtig. Vielleicht. Hast du dir vorbestellt oder? Nee, nee. PC, oder? Nee. Ja, ich brauche es mir jetzt nicht sofort kaufen, wenn ich es eh noch nicht spiele. Deswegen. Ja, das kann man ja immer noch nachholen. Vielleicht kriegst du es dann noch ein bisschen günstiger, ne, wenn du das Spiel erstmal vorher spielst. Boah, ich denke mal tatsächlich PC. Mhm. Da ich ja keine PS5 habe, keine Xbox Series X, könnte ich da noch ein bisschen mehr Grafik rausholen am PC. Wir haben so viel durch. Ja, ich habe es mir tatsächlich für die PlayStation 5 geholt, weil ich halt die adaptiven Trigger vom DualSense Controller richtig geil finde. Und ich dachte mir, naja, wenn, dann willst du schon das meiste rausholen. Na klar, bei so einer Spielerei muss man ja nicht unbedingt Nein sagen, da verstehe ich auch. Ja. So, ich schleppe hier diese Dame hier durch die Botanik, während hier Leon hier einen auf starken Ritter macht. Muss ich irgendwie auch gerade. Okay, beim Drücken. Obwohl ich glaube, dass ich mit meinem, ich sag mal, relativ potenten PC auch alles ganz smooth zocken könnte mit Resident Evil 8 auf dem PC. Das wäre auch. Ja, klar. Cool. Aber ich glaube, die Trigger würden, glaube ich, nicht auf dem PC funktionieren, weil die Software, glaube ich, fehlt. Aber ich weiß es ja, ich glaube auch, dass das nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass das funktioniert.
Obwohl vielleicht das Game ja auch implementiert für den PC, das ist, wenn du ein DualSense angeschlossen hast, ist doch der Kett und sagt so, ey, die Trigger funktionieren auch da drauf. Ich glaube zwar eher nicht, aber es könnte. Denn schließlich kannst du ja bei manchen Games ja auch ein PS4-Pad anschließen, da erkennst du ja die Button-Layouts von der PS4. Das fast geschafft. Dying Light beispielsweise. Ja, das wäre schon interessant. Selbst das kann man mit PS4-Pad spielen, da erkennst du ja die Button-Layouts von der PS4. Finde ich ganz interessant. Bei Xbox ist das ja schon jahrelang so, dass man das kann, aber bei der PS4 ist man das neu. Ja, ich glaube, da gab's das nicht, ne? Nee. Haben auch nur eine Handvoll Games. Selbst in Fortnite hat es, ne? In Fortnite hat es so. Ja, aber mal gucken, vielleicht hole ich es mir irgendwann auch mal für den PC, dann kann ich es immer noch mal auf meinem Mega-Rechner spielen. mal gucken. Aber ich glaube, grafisch würde das nicht. Wenn es irgendwann mal günstig ist. Ich glaube auch nicht. Nee. Vielleicht kein Raytracing-Support, weil ich glaube, weiß nicht, ob die PS5 und Series X einen Raytracing-Support haben. Ich glaube nicht. Ja, haben sie. Haben sie? Okay, dann schließt ja nichts nach in dem Punkt. Hier drin muss irgendwo ein Erste-Hilfe-Kasten sein. Ja, die sind nicht so schwach, wie man glaubt, ne? Die Konsolen hauen schon ganz schön rein, muss ich sagen. Ich finde was, um Wunden zu heilen. Ja, danke, Spiel. Darf ich auch mal das Spiel im Koop spielen? Eigentlich gute Soldaten so sterben zu sehen. Also. Ah, da ist ein grünes Kraut. Ja. Oh, muss man das Game wirklich erst im Singleplayer durchspielen, bevor man einen Koop-Modus hat? Leon, sind Sie da? Nee, oder? Keine Ahnung, jedenfalls, ich kann hier, warte mal, gut, Sie das sind hier okay. Bei mir. Ich kann hier einem Spiel beitreten. Das geht dir nicht gut. Sie braucht medizinische Versorgung. Haben Sie noch Kräuter? Also ich wurde instant, ich habe auch keine Option, nix, gar nichts. Okay, hast du nicht? Tun Sie genau, was ich sage. Auf, Spieleinstellung ändern. Toller, Bildschirmeinstellung, Spieleinstellung. Da ist wie eine Einladung schicken, nicht vom Spiel aus, sondern vom Menü aus, vom Hauptmenü der Konsole. Moment doch mal. Muss gucken, ob das klappt. Folgen blockieren. Nee, kann nichts einschicken. Vielleicht ist so das erste kleine Kapitel, was man schon mal machen muss, ein kleines Tutorial. Durchhalten. Ah, das Spiel sieht grafisch auch nicht schlecht aus. Leute mussten ihr Leben lassen. Es ist irgendwo, das Spiel Deutsches. Leon. Ja, ich guck gerade mal im Internet, wie das kooperativ zu starten ist. Vielleicht ist so ein Tutorial, was man spielen muss und danach hat man es im Koop. Ja, so Leute, dafür. Ich wusste das wirklich halt nicht. Boah, wusste es nicht mehr. Eine Munition. Aua. Ja, sieht ein bisschen aus wie ein guter Zombie aus den guten alten Resi-Tagen, was? Man muss ständig auf der Hut sein. So, hier habe ich was gefunden. Wählen Sie im Hauptmenü von Resident Evil 6 die Kategorie Szenario aus und entscheiden Sie sich für eine Leitperson und ein Kapitel. Kann ich gar nicht. Sobald ich das Game starte, wird er mir Helligkeitseinstellung und ich komme instant hier rein. Im Hauptmenü kannst du... Das geht nicht? Nein. Du kommst nicht ins Hauptmenü? Also ich bin sogar im Hauptmenü drin. Nein, das ist zu gefährlich. Ich finde das gerade echt merkwürdig. Ich lasse sie nicht dort. Das soll jetzt erstmals an, oder? Ich zeige Ihnen den sichersten Weg. Ja. Danke, Hannigan. Klar, aber wie gesagt, bei mir springt er gleich ins Hauptmenü. Hier steht dann Szenario, Rotation, Zusatzinhalte und Erkennungsmarken. Ich habe jetzt echt die Angst, wenn ich jetzt hier wieder ins Hauptmenü gehe, dass ich die ganze Mist von vorne machen muss. Das hätte man vielleicht vorher mal testen müssen, ne? Oh, ja. Spieleinstellungen, Bildschirmeinstellungen, Spieleinstellungen. Der Titel HUD-Position. Blenden Sie Online-ID Ihres Spiels ein. Farbe Laser wechseln. Bildschirmeinstellungen.
Controller-Einstellungen. Tja, das ist jetzt echt eine gute Frage. Ich glaube, wir sollen ganz gut zum nächsten Checkpoint. Und probieren dann, was danach passiert. Ja, das ist doof. Ich Was zum Teufel? Ich will nicht aus der Hauptmenü zurückgehen. Ich habe wirklich nur, wenn ich das Spiel starte, habe ich Tatsache diese Einstellung halt für die Helligkeitsstufe. Und sobald ich X drücke, kommt sofort die erste Katze mit im Game drin. Ja, das ist seltsam, ja. Das hast du aber nicht, oder hast du es wirklich irgendwann mal, hast du wirklich noch nie gespielt gehabt? Auch nicht auf PS4 damals? Nein, ich habe das jetzt, nein. Also, naja, auf dem PC auch. Naja, ich hab's auf dem PC mal bei Steam gedownloadet und hab's auch mal angezockt oder so, aber das hat ja nichts damit zu tun. Nee, das wäre ja höchstens mit der PS5 und 4 vielleicht kompatibel, im Sinne von Cloud-Speicherung, weißt du, ich meine. Aber wirklich, sagst du es noch nie. Ja, hab ich aber nicht. Das wundert mich, das gerade Tatsache. Ich schicke dir mal einen Screenshot. Bei WhatsApp. Oh, warte mal, kurz Pause. Ja, sorry, ich muss jetzt echt hier. Das ist nicht so, wie es mir wünsche, gerade der Stream, muss ich zugeben. Oder willst du den Stream kurz unterbrechen, bis wir das hinbekommen haben? Der wäre vielleicht besser. Irgendwie besser. Ja, sorry Leute, es hilft alles nichts. Das werde ich auch nicht bei YouTube hochladen, so wie es ist, das bringt nichts. Deswegen, ich bin erstmal raus und wenn wir die Lösung gefunden haben, bin ich sofort wieder online. Ja, bekommt ihr eine Meldung dann demzufolge bei Twitch. Sorry, bis später.